Boah, guck mal die da hinten. Die gefällt mir, ey. Ja, dann sprich sie doch einfach an. Ja, einfach ansprechen, meinst du? Einfach hingehen. Ah, okay. Hey du, ich finde dich total gut. Hast du Lust, Nummern zu tauschen? Nein. Ah, so wird das leider nichts. In diesem Video erfährst du den einfachsten und effizientesten Schritt-für-Schritt-Plan, wie du Frauen wirklich im Alltag kennenlernen kannst. Viel Spaß. Die erste Sache, mache dir klar, dass auch du es schaffen kannst. Ich war früher auch nie der Typ, der gut bei Frauen angekommen ist. Ich habe vielleicht ein bis zweimal im Jahr eine Frau kennengelernt, die ich einigermaßen interessant fand und habe sofort bei ihr wieder verkackt. Sie hat mich sofort in die Freundschaftszone gesteckt oder nach wenigen Sekunden wieder das Interesse an mir verloren, weil ich nur Bullshit gequatscht habe. Ich war der Einzige in meinem Freundeskreis, der noch nie eine Freundin hatte. Und wenn ich mal mit meinen Kumpels unterwegs war, dann war ich immer derjenige, der da in der Ecke stand mit seinem Bier und seinen Kumpels dabei zugeguckt hat, wie sie Frauen verführt haben. Ich dachte früher auch immer, der Erfolg bei Frauen, der ist angeboren. Man muss einfach reich, extrovertiert oder einfach mega gut aussehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat man halt einfach Pech gehabt. Wenn du Erfolg bei Frauen haben willst, reicht es wirklich, ein ganz normaler Typ zu sein. Hier, schau dir diesen schüchternen Knaben an. Ja, das war ich vor wenigen Jahren. Der hat es auch geschafft. Und auch unsere Coaching-Teilnehmer sind jetzt in der Regel keine Topmodels oder irgendwelche eloquenten Überflieger. Bedeutet, wenn du eine Glatze hast, vielleicht zu klein bist oder doofe Ohren hast oder nicht immer genau weißt, was du sagen sollst, du kannst trotzdem Erfolg bei Frauen haben. Es gibt da draußen wahrscheinlich Männer, die es wesentlich schwerer haben als du und es trotzdem geschafft haben. Deswegen, auch du kannst es schaffen. Als nächstes reden wir darüber, wie du es schaffen kannst, eine Frau in wenigen Sekunden dazu zu bringen, dich zu mögen. Die ersten Sekunden in einem Flirt sind immer mega entscheidend. Da entscheidet die Frau, ob sie dich für einen guten, attraktiven Typen hält oder auch nicht. Bedeutet, wenn du der Frau begegnest und sie denkt, boah, der Typ ist irgendwie komisch oder der sieht irgendwie seltsam aus, dann bist du einfach raus, egal was du tust oder sagst. Anders ist es natürlich, wenn du der Frau begegnest und sie in der ersten Sekunde denkt, okay, stabiler Typ, der gefällt mir, dann hast du es natürlich viel einfacher. Deswegen müssen wir von Anfang an dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall deinen ersten Eindruck optimieren. Und wie machst du das jetzt? Das hat sehr viel mit deinem Auftreten zu tun. Bedeutet, wenn du einer Frau begegnest, dann mache dich gerade, steh da nicht so wie ein Schluck Wasser in der Kurve, ansonsten wirkst du von Anfang an extrem unsicher. Zweitens, sorge für angenehmen Augenkontakt. Was passiert, wenn du einer Frau begegnest, ihr euch das erstmal wahrnehmt? Ja, ihr schaut euch in die Augen. Und viele Männer machen hier den Fehler, dass sie sofort wegschauen. Mach das nicht, dadurch wirkst du extrem unsicher. Halte mit der Frau Augenkontakt. Sie darf ruhig mitbekommen, dass du sie gut findest. Du sollst sie natürlich aber auch nicht anschauen wie ein Psychopath und sie anstarren, sondern schau sie einfach entspannt an und lächel dabei ein wenig. Wichtig, die Betonung liegt hier auf ein wenig, also bitte grinse die Frau jetzt nicht so übertrieben an wie ein Honigkuchenpferd. Dadurch wirkst du auch einfach nur creepy und komisch. Wenn du jetzt noch ein wenig auf deine Garderobe achtest, steht einem positiven Ersteindruck eigentlich nichts mehr im Weg. Und ich empfehle dir dafür eher klassische Klamotten. Klamotten, die der Frau zeigen, dass du einen gewissen Anspruch an dich und dein Leben hast. Und dann wird es bestimmt einige Damen da draußen geben, die dich sofort von Anfang an gut finden werden. Als nächstes reden wir darüber, wie du mit Frauen gute Gespräche führen kannst und wie dir im Gespräch mit Frauen nie mehr die Worte ausgehen werden. Viele Männer glauben, dass sie mit attraktiven Frauen anders reden müssen als mit anderen Menschen. Hier muss man besonders lustig, interessant und eloquent rüberkommen. Und vor allen Dingen, einfacher Smalltalk reicht nicht aus. Man muss mit der Frau irgendwelche deepen Themen besprechen. Und klar, wenn man mit dieser Vorstellung im Kopf mit attraktiven Frauen redet, dann ist man natürlich die ganze Zeit im Kopf und überlegt, was man als nächstes sagen soll. Und natürlich fällt einem da häufig nichts mehr ein. Und vor allen Dingen kommt man auch nicht besonders lustig oder eloquent rüber, sondern eher angespannt und komisch. Das erste, was du dir angewöhnen solltest, ist, mit attraktiven Frauen genauso zu reden wie mit jedem anderen Menschen auch. Versuch sie nicht zu beeindrucken, versuch nicht möglichst interessant und lustig rüberzukommen. Dadurch kannst du dich in Gesprächen mit attraktiven Frauen viel mehr entspannen und witzigerweise, damit beeindruckst du attraktive Frauen am meisten, weil viele Männer in ihrer Gegenwart mega angespannt sind. Sie wollen performen, sie wollen die Frau beeindrucken und wenn du das nicht machst, hebst du dich von den ganzen anderen Clowns ab. Und wenn es dir häufiger so ergeht, dass du mit einer Frau redest und nicht mehr weißt, was du sagen sollst, kann ich dir nur folgenden Tipp geben. Denke weniger nach und höre mehr zu. Wenn du mit einer Frau redest und sie dir sagt, dass sie gerade ein Geschenk für ihre Freundin sucht, dann bietet dir das theoretisch Gesprächsstoff, um Stunden zu füllen. Du könntest die Frau fragen, zu welchem Anlass sie das Geschenk kauft, ob sie schon eine Idee hat, ob sie vielleicht auch schon ein Geschenk gekauft hat oder wie lange sie ihre Freundin schon kennt. Und jede Antwort darauf bietet dir wieder neuen Gesprächsstoff. Und haben die Tipps schon geholfen?
geholfen? Ja, doch, doch, war nicht schlecht. Und wenn du jetzt auf dich persönlich zugeschnittene Tipps haben möchtest, wie du in Zukunft Frauen kennenlernen kannst, dann buche jetzt ein gratis Beratungsgespräch. Den Link dazu findest du in der Infobox und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, reden wir jetzt noch zum Schluss darüber, wie du die Handynummer einer Frau bekommst. Und das ist tatsächlich einfacher, als viele Männer denken. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Frage. Was du beachten musst, du musst die Frau im richtigen Augenblick nach der Nummer fragen. Und das ist der Augenblick, wo du merkst, dass die Frau sich im Gespräch mit dir entspannt und sich wohlfühlt. Dann ist eine Frau auch bereit, dir ihre Nummer zu geben, wenn du sie fragst. Mache also nicht den Fehler und frage die Frau direkt nach der Nummer, nachdem du sie angesprochen hast. Das funktioniert einfach nicht. Zweitens, du musst die Frau selbstbewusst nach ihrer Nummer fragen. Mach es nicht wie so ein Lurch, von wegen so ja, was hältst du davon? Sollen wir vielleicht mal Handynummern tauschen, wenn du Lust hast? Nein, so funktioniert das nicht. Wenn du mit einer Frau redest, dann kannst du sie zum Beispiel fragen, hey, hast du mal Lust mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Und wenn die Frau sagt ja, dann gibst du ihr einfach dein Handy und sagst, ja cool, dann lass doch einfach Handynummern tauschen. Mehr musst du nicht tun.